Hallo zusammen, schauen wir uns die Umkreiskonstruktion in einem stumpfwinkeligen Dreieck an. Ich habe ein stumpfwinkeliges Dreieck hier schon vorgezeichnet. Der stumpfe Winkel ist der Winkel Alpha, er ist größer als 90 Grad. Beta und Gamma sind zwei spitze Winkel. Wir wissen, bei einem stumpfwinkeligen Dreieck liegt der Umkreismittelpunkt außerhalb des Dreiecks und wir erwarten ihn immer gegenüber vom stumpfen Winkel. Das heißt, der Umkreismittelpunkt wird ungefähr hier liegen. Wenn wir das jetzt nicht wissen, ist es auch nicht so schlimm. Wir sehen es ja dann eh. Nur schlauer ist, wenn wir das schon im Vorfeld wissen, dann können wir bei der Konstruktion schon besser darauf hinarbeiten. Achte auf die korrekte Beschriftung. Eckpunkt A, Seite A liegen gegenüber, Eckpunkt B, Seite B liegen gegenüber, Eckpunkt C, Seite C liegen gegenüber. Für die Konstruktion des Umkreises brauchen wir die Streckensymmetralen. Das heißt, die Halbierung hier von der Strecke AB, die Halbierung von der Strecke AC und die Halbierung von der Strecke BC. Wir zeichnen drei Streckensymmetralen ein. Das geht folgendermaßen. Wir stechen hier im Eckpunkt A ein, nehmen mit dem Zirkel geschätzt ein wenig mehr als die Hälfte der Seite. Die Hälfte der Seite ist ungefähr hier. Wir nehmen ein bisschen mehr in den Zirkel. Schlagen den Bogen, stechen gleich darauf im Eckpunkt B ein und schlagen auch einen Bogen. Okay, nun brauchen wir das Geodreieck und zeichnen eine Normale auf die Seite C durch den Schnitt Punkt der beiden Winkelbögen. Hier müssen wir aufpassen, dass wir sehr exakt konstruieren. Das heißt, normal, ich lege die Normallinie des Geodreiecks auf die Seite C und lasse das Geodreieck durch den Schnittpunkt der beiden Winkelbögen fahren. Somit habe ich hier die Streckensymmetrale von der Strecke AB, von der Seite AB. Diese Streckensymmetrale halbiert die Strecke AB exakt in die Hälfte. Du kannst es überprüfen, leg den Nuller hier am Halbierungspunkt an und du wirst links und rechts den gleichen Abstand haben. Wir erwarten den Umkreismittelpunkt hier heroben. Weiter geht's mit der zweiten Streckensymmetrale. Die zeichnen wir jetzt hier ein, auf der Strecke AC, auf der Seite B. Geht auch wieder genauso. Wir stechen hier in A ein, nehmen uns ein bisschen mehr als die Hälfte in den Zirkel. Das ist jetzt ungefähr so viel. Wie viel ist vollkommen egal. Es muss nur mehr als die Hälfte sein. Wenn du weniger nimmst, siehst du es eh, dass sich die Bögen nicht treffen. Hier haben wir einen schönen Schnittpunkt konstruiert und wir verbinden diesen Schnittpunkt wieder normal mit der Seite B. Das heißt, wir lassen wieder die Normale, wir konstruieren die Normale auf die Seite B. Das heißt, wir legen die Normallinie vom Geodreieck exakt auf die Seite B und schauen, dass das Geodreieck hier durch den Schnittpunkt der beiden Winkelbögen durchgeht. Dann können wir diese Streckensymmetrale einzeichnen und wir zeichnen sie gleich so weit, dass sie die andere Streckensymmetrale trifft. An und für sich wären wir schon fertig. Hier wäre schon der Umkreis
Mittelpunkt. Wir konstruieren aber die dritte Streckensymmetrale auch noch. Hier muss ich noch ergänzen, die Streckensymmetrale steht normal auf die Seite B. Und diese Streckensymmetrale steht normal auf die Seite C. Und jetzt konstruieren wir noch die Streckensymmetrale. Sie steht normal auf die Seite A. Gleicher Vorgang. Wir stechen wieder in B ein. Wir müssen den Zirkel jetzt viel weiter öffnen. Wir brauchen mehr als die Hälfte. Ich nehme gleich viel mehr, dass ich den Schnittpunkt oberhalb konstruiere. Das ist schöner zum Nachvollziehen. Es ist ja im Endeffekt ganz egal, wie viel du in den Zirkel nimmst. Du musst nur schauen, dass du mehr als die Hälfte in den Zirkel genommen hast. Schlagst dir hier heroben den Bogen ab. Ich mache das jetzt ein bisschen größer, dass du das schön siehst. Dann stichst du hier im Eckpunkt C ein und schlagst auch wieder den Bogen. Okay? Und nun verbindest du wieder normal deinen Schnittpunkt, den du bekommen hast, mit der Seite A. Schauen, dass wir das exakt drauflegen. Hier wäre die Streckensymmetrale auf die Seite A. Nun haben wir alle drei Streckensymmetralen eingezeichnet. Hier auf die Seite B, hier auf die Seite C und hier auf die Seite A. Und dort, wo sich alle drei Streckensymmetralen treffen, dort ist jetzt der Umkreis Mittelpunkt. Und so wie wir das am Anfang schon gesagt haben, der Umkreis Mittelpunkt liegt außerhalb vom stumpfwinkeligen Dreieck und zwar gegenüber des stumpfen Winkels, der hier liegt. Okay? Nun zeichnen wir noch den Umkreis ein. Wir stechen bei U ein, gehen bis zum Eckpunkt A oder B oder C und können hier schön den Umkreis einzeichnen und sollten alle Punkte erwischen. Wenn sich das auf dem Blatt nicht ausgeht, ist das auch überhaupt kein Problem. Der Umkreis muss nicht immer vollständig durchgezeichnet werden. Aber du siehst, wir haben hier schön konstruiert. Wir erwischen mit dem Umkreis wirklich schön alle drei Eckpunkte des Dreiecks. Und der Umkreis Mittelpunkt noch einmal im stumpfwinkeligen Dreieck liegt außerhalb vom Dreieck und zwar gegenüber vom stumpfen Winkel. Alles klar?